Okay, wir sind drin im Livestream. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Live hier. Recht herzlich willkommen. Heute haben wir eine ganz besondere Sendung, denn wir senden zum ersten Mal live von der Investmentmesse in Stuttgart. Hier trifft sich einmal im Jahr das Who is Who der Szene und tauscht sich natürlich entsprechend aus. Und wir haben heute für Sie drei Experten, drei Superprofis eingeladen, die ein besonderes Thema, das momentan ein Anliegen quasi in der ganzen Welt ist, ein bisschen beleuchten sollen. Wenn Sie zu Hause und Sie hier den Begriff Megatrends hören, was fällt Ihnen dann so ein als Megatrend? Also bei mir bleibt da mal so ein bisschen hängen, so Themen wie Smartphone, Internet, Digitalisierung, Mega-Hit oder Sachen wie zum Beispiel Wasserstoffantriebe, Elektroautos oder ein Thema, das überall in der Welt mittlerweile, oder zum, sagen wir mal zum einen westlichen Teil der Welt ein großes Thema ist, erneuerbare Energien. Allerdings wissen wir auch, gerade aus der Mode- und Musikbranche, dass ein Megatrend auch ganz schnell ein Megaflop werden kann. Das heißt, heute Hit, morgen Flop. Sogenannte One-Hit-Wonder. Und deswegen ist diese Krisen, die momentan auf uns ein bisschen zugetroffen sind, 2022 war wahrlich kein gutes Börsenjahr, sind ganz interessant. Denn geht den Megatrends die Puste aus? Oder passiert das Gegenteil? Haben wir nur noch Megatrends, die dafür sorgen, dass es keine kleinen Trends mehr gibt? Und da das Thema super aktuell ist, wie gerade schon gesagt, haben wir uns drei Experten eingeladen, die übrigens alle drei geschminkt sind, deswegen sind sie hübscher als ich. Und wir haben an der Stelle Mike Rückert in der Mitte. Mike Rückert, cooler Lebenslauf, und zwar arbeitet er nach der Banklehre und Finanzstudium als Fondsmanager und Vermögensverwalter sowohl für Privatpersonen wie auch für eine Privatbank. Er weiß, in welche, und das ist ganz interessant, ich wiederhole das nochmal in Zeitlupe, er weiß, in welche Megatrends die Finanzelite investiert und wo sie gerade abhauen, was ja auch sehr wichtig ist. Also wenn die Großen rennen, sollte man als Kleiner ja mitrennen. Dann Stefan Lehne an meiner Seite ist studierter Diplomkaufmann und Experte für Megatrends und Trendfolge. Und Trendfolgestrategien, was sehr wichtig ist. Er gründete bereits in den 90ern, wie alt waren Sie denn da in den 90ern? 10? Gut gehalten. Gegründete bereits in den 90ern eine eigene Firma, die er 2000 dann hoffentlich gewinnbringend veräußert hat, um das erwirtschaftete Kapital in die Börse zu investieren. Er sieht in der heutigen Lage kein Ende der Megatrends, sondern vielmehr eine extreme Beschleunigung, weil er sagt, wie ich vorhin auch schon angedeutet habe, es wird noch besser. Dann an der Seite außen. Henrik Vogt hat Wirtschaftsingenieurwissen studiert und begann an der Börse mitten im Internetboom der 90er Jahre. Bei ihm ist wichtig, er hat so manchen Trend kommen und gehen sehen. Denken Sie an die Geschichte mit dem One-Hit-Wonder beim Radio. Heute Hit, morgen Flop. Er kennt sich bestens aus. Er steht für sehr umsichtiges Investieren und springt nicht auf jeden Megatrend auf, was ja auch wichtig ist. Das kennt man ja alle, Schlagzeilen sind groß. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Schokolade, 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 Schokolade. Wenn man tausendmal Schokolade gehört hat von allen Zeitungen, denkt man, ich muss jetzt auch auf Schokolade. Aber jetzt hat man auch gelernt im Laufe der Zeit, wenn alle Schokolade schreien, ist genau das Gegenteil vielleicht der Fall. Und deswegen ist natürlich eine Gegenmeinung sehr super. Wir wollen heute nach dem katastrophalen, darf man katastrophal noch sagen? Ja, katastrophalen Börsenjahr 2022 mal ein bisschen die Megatrends genauer betrachten. Und nachdem sich unsere Experten dann hoffentlich schön ausgetobt haben, ist etwas ganz Interessantes, was es normalerweise in Talkshows eben nicht gibt. Mein Assistent Marvin wird dann durch die Reihen gehen und wird Sie fragen, wenn Sie Fragen haben, können Sie diese direkt stellen. Also Sie können an der Talkshow teilnehmen. Was mich immer so stört bei Talkshows im Fernsehen, ich werde immer unruhig, ich sitze vor dem Fernseher und denke mir, ich würde gerne auch mal was. Und die beantworten nie meine Frage, genau die ich habe. Und Sie können heute jede Frage stellen und dann immer daran denken, an den Kinderreim, immer fragen. Nur Fragen können etwas bewirken. Wenn man schweigt, dann schweigt man. Das Gleiche gilt für Sie zu Hause. Sie können Fragen in den Stream direkt hineinstellen. Die werden dann von meinem Team beantwortet und werden natürlich in die Sendung auch noch eingearbeitet. Aber zuerst wollen wir mal ein bisschen Futter zum Nachdenken geben. Ich habe mir da gute Fragen ausgedacht. Passen Sie auf die erste Frage. Ich bin gespannt, wer als Erster reinspringt. Also, Megatrends wurden in den letzten Jahren an der Börse ja vor allem über Wachstumsaktien gehandelt. Oft Unternehmen, die in einem Megatrend hervorragend positioniert sind und über den Umsatz schnell wachsen. Da fallen Ihnen bestimmt einige Firmen ein. Aber auf absehbare Zeit noch keine Gewinne schreiben. Ich habe jetzt mal so im Kopf Tesla.
Solche Aktien tun sich jetzt schon seit 2-3 Jahren an der Börse richtig schwer und haben teilweise 80-90% ihres Werts verloren. Ist die Zeit der Megatrends endgültig vorbei? Sollen wir die Megatrends ruhen lassen? Wer von euch beginnt? Ja, ich kann da gerne beginnen. Okay. Also, ich denke, wir müssen sehen, wo wir bei diesen Aktien herkommen. Wir hatten ja bis vor 2 Jahren eine wahnsinnige Übertreibungsphase bei diesen kleinen, unprofitablen Wachstumsunternehmen. Viele dieser Unternehmen wurden da mit dem 10-20-fachen ihres Umsatzes bewertet oder noch mehr, obwohl sie keinerlei Gewinne schreiben. Und das war natürlich schon eine Blase. Und diese Blase zum Platzen gebracht hat, haben dann eben die steigenden Zinsen. Das heißt, bis vor 2 Jahren war es wirklich sehr einfach, in Megatrends zu investieren. Man brauchte nur irgendein interessantes Geschäftsmodell für die Zukunft und das Unternehmen wurde gekauft, ohne dass die Anleger wirklich geschaut haben, was steckt dahinter, wie ist das Unternehmen bewertet. Und das geht heute natürlich nicht mehr, vor allem durch die steigenden Zinsen. Und ich glaube, das wird auch noch eine Zeit lang nicht gehen. Deswegen sage ich, natürlich kann man auch in Megatrends investieren, aber man muss heute eine sehr viel genauere Auswahl treffen als noch vor 2 Jahren. Man muss heute schauen, macht das Unternehmen schon Gewinne? Kann es auch in den Gewinnen wachsen? Ist es fair bewertet? Und wenn man solche Kriterien anlegt, dann sind Megatrend-Investitionen ja immer noch super interessant, weil ein Megatrend einfach einem Unternehmen jahrelangen Rückenwind gibt. Wir sprechen ja hier von gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Entwicklungen, die einfach dafür sorgen, dass bestimmte Unternehmen besonders gut wachsen können. Und das ist natürlich auch heute noch interessant, nur dass man eben eine sehr viel bessere Auswahl treffen muss, als das noch vor 2 Jahren war, als einfach alles gestiegen ist, egal was dahinter steckte. Danke für die Antwort. Wir erleben ja zum ersten Mal seit langer, langer Zeit, und ich bin ja in einem Alter, ich habe es noch gar nicht erlebt, dass die Wirtschaft schrumpft, dass unser Wohlstand nicht mehr automatisch wächst. Es wird uns ja von den Politikern teilweise auch gesagt, wir sollen dankbar sein, dass der Wohlstand nicht mehr wächst, dass wir quasi wieder in alte Zeiten zurück sollen, die ich nicht so kenne, aber wenn ich meine Großmutter immer gehört habe, dann lebe ich doch lieber in der jetzigen Zeit. Die Inflation ist gefühlt im Turbomodus. Wenn man sich das so ansieht, teilweise Lebensmittel 100% teurer. Wenn man heute essen geht, hat man das Gefühl, man geht zu 8 essen und hat 2 Pizzen und einen Wein bestellt. Und die Kosten werden alle auf uns umgeschlagen. Wenn man zum Tanken geht, das ist unvorstellbar, träume ich immer davon, dass die Steuern mal abgezogen werden. Und ja, leider ist das nicht so. Deswegen möchte ich ein paar Fragen stellen. Alle 3 Tage eine neue Krise. Es wird immer schlimmer. Ich habe so das Gefühl, es überschlägt sich. Kippt eine Bank, kippt die nächste Bank, kippt die eine Aktie, kippt die nächste Aktie. Es ist unvorstellbar. Und es scheint, als ob der technologische Fortschritt und die Megatrends uns überhaupt nicht mehr vorwärts bringen. Was wird in den nächsten Jahren wichtig, damit die Wirtschaft wieder wachsen kann und an der Börse sich dauerhaft was tut? Wer traut sich? Gut, da steige ich mal ein. Aber das ist für mich gar nicht so der entscheidende Punkt. Und auch wie man die Megatrends angeht, die würde ich von einer ganz anderen Seite her aufrollen. Ein Megatrend muss für mich erstmal beweisen, dass er ein Megatrend ist. Und das kann er erst nach 10 oder 15 Jahren. Da kann das wirklich, also man kann es vorher schon abschätzen. Okay. Ich bringe mal ein Beispiel, wie ich an die Sache rangehen würde. Ich würde mir solche windigen Wachstumsfirmen gar nicht angucken, die noch keine Gewinne machen. Die müssen erstmal beweisen, dass sie das überhaupt können. Aber ich gucke mir zum Beispiel den McDonald's an, die genau jetzt in dieser Krise, wo die Leute immer weniger Geld haben, unheimliche Gewinne macht. Und die hat im vergangenen Börsenjahr 2022, was bekanntermaßen schwach war, hat ein neues Allzeithoch gemacht im November. Und der Kurs ist in der Nähe dieses Allzeithochs. Also nicht weit entfernt. Die holt gerade wieder Schwung, wird in ein paar Wochen das nächste Allzeithoch machen. Also denen geht es blendend. Das Unternehmen gibt es seit 1955. 1965 sind die an der Börse. Das ist ein Megatrend. Also vielleicht nicht das, was man landläufig unter so einem Ding versteht, aber das ist das, was seit Jahrzehnten Geld bringt. Die Aktie hat in der ganzen Zeit, seit 1965, 7,4 Millionen % Gewinn gemacht. Also bitte noch, ich habe gerade nicht richtig zugehört. 7,4 Millionen % Gewinn gemacht. Das heißt, wenn ich dort $100 reingesteckt hätte, hätte ich jetzt 7,4 Millionen Dollar. Einfach nur buy and hold und das ist ein relativ... Entschuldigung, ich muss zwischengehen. Kann einer von euch eine Zeitmaschine bauen? Ich würde gerne mal... Naja, das Schöne an der McDonald's ist ja, die hat ja immer noch einen intakten Aufwärtstrend. Da kann man immer noch einsteigen, kann man immer noch Geld verdienen. Es werden jetzt keine 7,4 Millionen sein in 3 Jahren oder so, aber vielleicht werden es nochmal 7,4 Millionen in den nächsten 60 Jahren. So viel Zeit haben wir nicht, so viel Zeit wollen wir nicht investieren, aber mit so einer Aktie, mit so einem Megatrend kann man nach wie vor Geld verdienen, auch in dieser krisenbehafteten Zeit. Ich will es nur mal sagen, man kann die Sache auch von der anderen Seite aus angehen. Ich habe übrigens ein ganzes
Depot mit solchen Aktien in meinem Börsendienst. Das sind Megatrends, die gibt es seit Jahrzehnten. Die sind krisenfest, die sind krisenerprobt. Wir haben schon ganz andere Krisen überstanden. Also von daher, so eine Megatrends wird es weiterhin geben, was mit diesen neuen Technologien alles ist. Wäre mir ehrlich gesagt zu riskant, zu anstrengend. Mögen sich andere drum kümmern. Ich gehe es von der Seite her an. Das war ein nettes Wort. Dann möchte ich dann auf Mike kommen. Schwindlige Unternehmen. Ich kann am Anfang kein schwindliges Unternehmen kennen. Ich habe lange im Radio gearbeitet, dann kommt ein neuer Sänger. Der erste ist super, der zweite ist katastrophal und so weiter. Gibt es ganz oft. Es gibt wenige Beatles, wenige Elvis Presley und so weiter. Als normaler Mensch hat man sehr schwer, am Anfang schwindliges Unternehmen zu bewerten. Gerade wenn die Zeitungen alle schreiben, super, 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 super. Wie kann ich mich davor ein bisschen schützen, Mike? Ja, aus meiner Sicht ist es so, dass die, dass, wenn Sie es in der Zeitung lesen, ne, dann ist im Prinzip auch schon, ich sag mal, ein Gutteil der Möglichkeiten letztendlich vorüber. Sie müssen sich das ja vorstellen, also ein Unternehmen beispielsweise aus dem Technologiebereich, ne, wenn Sie in sowas investieren wollen, die gehen ja nicht als kleines Start-up an die Börse. Ne? Die werden finanziert von Private Equity, Venture Capital etc. und werden dann von denen groß gemacht, ne? Werden von denen weiter finanziert und irgendwann an die Börse gebracht, wenn sie auch eine entsprechende Reife haben schon, ne? Milliardenbewertung aufweisen. Und das ist im Prinzip so, das können Sie sich vorstellen wie ein Eisbecher, ne? wo die Private Equity Unternehmen quasi schon das Eis rausgelöffelt haben und sie bekommen halt die Kirsche oben drauf. Ne? Manchmal ist es auch anders, aber das ist so der Regelfall. Deswegen persönlich ist es so, dass ich gerade was Technologieunternehmen angeht, jetzt nicht so wegen der Bewertung. Viele Unternehmen haben sehr zukunftsträchtige Geschäftsmodelle. Das ist keine Frage, aber eben die Preise, zu denen man in solchen Aktien investieren kann, die Bewertung, die ist meistens eben einfach nicht sehr erfolgversprechend. Also die sind meistens zu teuer. Man muss dann einen langen Atem mitbringen, sehr lange warten, bis sie vielleicht eben mal 80% oder 90% gefallen sind und kann dann tatsächlich so einen Trend sehr profitabel reiten. Aber meistens, wenn es gehypt wird, ist es zu spät. Man muss im Prinzip schauen. Es gibt natürlich auch, weil wir gerade die andere Frage hatten, ne, über das Umfeld, das Krisenumfeld. Wir haben ja solche Krisenumfelder, wie wir sie jetzt haben, das ist ja nicht neu. Ne? Die Themen sind andere teilweise, aber teilweise sind sie auch vergleichbar mit den 70er Jahren, teilweise mit den 40er Jahren oder 30er Jahren. Ne? Man hat viele Parallelen. Man kann als Anleger natürlich schauen, okay, wie bei einem vergleichbaren wirtschaftlichen Umfeld und vergleichbaren ähnlichen politischen oder notenbanktechnischen Reaktionen, welche Branchen oder welche Themen waren in dieser Zeit aus der Logik der Situation heraus eigentlich vielversprechend? Und wenn Sie beispielsweise sehen, in den 70er Jahren, da hatten wir auch so ein Hochinflationsfeld, wir hatten mehrere Inflationswellen, die sehe ich auch für diese Dekade, das ist schon mein Szenario schon seit 3 Jahren. Und da müssen Sie einfach wissen, dass zum Beispiel Rohstoffunternehmen in dieser Dekade um die 600% zugelegt haben. Gold und Silber haben zwischen 1300 bis 3600% innerhalb von 10 Jahren zugelegt. Also es ist jetzt nicht so, dass man in so einem Krisenumfeld, die 70er Jahre werden von Ihnen auch sicherlich einige noch in Erinnerung haben, dass man da kein Geld verdienen konnte. Man musste nur halt in den richtigen Dingen unterwegs sein und seinen Depotschwerpunkt richtig haben. Ja, da wäre ich auch bei der nächsten Frage, die passt dazu. 2022 war ja verlustreich. Je nachdem, auf welcher Seite man stand. McDonald's natürlich cool in dem Fall. Und viele Anleger setzen jetzt auf konservative Anlageformen. Gold erlebt eine Renaissance. Und ist das ein gutes oder ein schlechtes Umfeld für Megatrend-Investment? Wenn man sich die Pleite der Banken in den USA ansieht, dann sind die Börsen innerhalb von einem Tag, es ging ja ganz schnell runter. Und in dem gleichen Atemzug, wie da gefallen ist, ist Gold gestiegen. Bitcoin das Gleiche, runter erstmal bis ins Bodenlose, dann wieder stabilisiert. Und viele, die ein bisschen Angst haben, sagen, soll ich lieber wieder Gold, soll ich Silber, soll ich Kupfer, was halt alles geht, Lebensversicherungen oder Henrik? Ja, das kann durchaus sein. Also wenn wir uns jetzt mal das letzte Börsenjahr angucken, da sind Technologiewerte sehr stark unter die Räder gekommen und gleichzeitig haben wir aber Value-Aktien eine Renaissance erlebt. Also es geht immer irgendwo weiter. Man muss einfach nur gucken, dass man einen richtigen Gaul reitet. Ich denke, dass es in diesem Jahr wieder anders kommt. Ich denke, dass die Anleger, die im Moment noch die Hosen voll haben, langsam wieder in diese spekulativen Sektoren zurückkommen und dann werden diese Sektoren auch wieder gut laufen. Ich weiß noch nicht, wann es genau passiert, ob das jetzt schon im Frühjahr passiert oder ob es noch ein paar Wochen braucht. Aber ich denke, da haben wir gute Chancen, dass gerade die Wachstumswerte in diesem Jahr wieder
ein gutes Stück an Boden gut machen, nennen wir es mal so. Also diese Sachen sind definitiv noch nicht vorbei. Dann gehen wir nochmal zu Stefan. Eine wichtige Frage. Sind Megatrends, die an der Börse gespielt werden, oft nicht nur ein kurzfristiger Hype? Da sind wir beim Thema One-Hit-Wonder. Ich denke da an Dinge wie 3D-Druck. Ich habe einen guten Bekannten, der hat dann alle 3D-Drucker gekauft, rauf und runter. Für die bekommt er heute bei eBay nicht mal mehr 10 Euro. Cannabis, riesen Hype. Nicht nur bei uns, auch in den USA und so weiter wurden Aktienfirmen alles gegründet. Alles, was da investiert wurde, meines Erachtens. Wasserstoff, Zukunft vielleicht. Alles wahnsinnig gehypt, aber es hat für die heutigen Aktien eigentlich gar nichts hervorgebracht. Werden die dauerhaft steigen? Ja, da muss man jetzt natürlich sehen, dass solche Themen wie 3D-Druck und Cannabis natürlich kein echter Megatrend sind, sondern eher eben ein kurzfristiger Trend und dass man vor allem eben auch auf die zeitliche Ebene schauen muss. Es ist ja so, dass viele Megatrend-Themen erstmal viel zu früh ins Blickfeld der Öffentlichkeit geraten und dann eben zu einem Zeitpunkt gekauft werden, wo man noch gar nicht weiß, wer sich in dem Feld als Leader herauskristallisiert, wo eben die Unternehmen noch nicht profitabel sind. Wenn wir mal das Internet nehmen, das Internet, ich glaube, da werden alle zustimmen, ist ein echter Megatrend. Das ist eine große Veränderung, die die ganze Welt durchdrungen hat, die die Gesellschaft verändert hat. Und auch da hatten wir in den 90er Jahren einen sehr langen und sehr weitführenden Hype, aber oft eben mit Unternehmen wie Yahoo, die später ja von der Bildfläche verschwunden sind oder keine Rolle mehr gespielt haben. Und die eigentlichen Leader in diesem Megatrend, die haben sich dann eben sehr viel später rauskristallisiert. Amazon war das einzige Unternehmen, das tatsächlich in den 90er Jahren schon an der Börse war, ist dann aber natürlich auch erstmal gehörig nach unten gerauscht, als die Dotcom-Blase geplatzt ist. Andere sind viel später an die Börse erst gekommen. Google 2004, Facebook 2012. Also die wahren Leader eines Megatrends, die kristallisieren sich eben oft erst lange nach dieser Hype-Phase heraus. Und deswegen denke ich, dass zwei Dinge wichtig sind. Erstens, sich mal klar zu machen, was wirklich echte Megatrends sind. Das sind eben die ganz großen Veränderungen, die unsere Gesellschaft wirklich durchdringen und jeden einzelnen Menschen, jeden einzelnen Betrieb, die Politik, die Gesellschaft, alles verändern. Und dass man innerhalb dieser Megatrends natürlich sehr genau schauen muss, wann kristallisieren sich die Unternehmen heraus, die dort die echten Leader, die echten Gewinner werden. Und ich sag mal, klar kann man in eine McDonald's über 50 Jahre investieren und dann auch hohe Gewinne machen. Aber wenn man die Aktien anschaut, die eben in den letzten 10, 20 Jahren vielleicht 10.000, 20.000, 70.000% Gewinn gemacht haben, dann gibt es da kein Unternehmen, das nicht irgendeinen großen Megatrend, irgendeine große Veränderung in unserer Gesellschaft im Rücken hatte, weil das sind eben die Bedingungen, unter denen ein Unternehmen besonders schnell prosperieren und wachsen kann. Und deswegen denke ich, ist es einfach wichtig, darauf zu achten. Mike winkt schon. Ich möchte das sachgerecht ergänzen. Genau. Nein, ich glaube, es ist wichtig, glaube ich, nochmal zu unterscheiden. Also Megatrend ist ja wirklich ein sehr plakativer, großer Begriff. Ne? Und viele von uns, die denken jetzt nicht in 30 oder 40 Jahreszeiträumen. Ne? Und da gibt es natürlich solche Megatrends, die tatsächlich nur wie aufgrund Demografie, Gesundheitswesen, älter werdende Bevölkerung und so weiter, ne? automatisch wachsen. Die wachsen aber relativ stetig, beispielsweise Gesundheitsaktien. Ne? Wenn sie es allerdings ein bisschen schneller haben wollen, die Ergebnisse, und ich glaube, das geht den meisten so, dass sie eben einfach nicht irgendwie 20 Jahre mehr planen unbedingt an der Börse, dann schauen sie nach Ungleichgewichten. Schauen sie nach, was ich damit meine. Sie haben ja im letzten Jahr gesehen, dass beispielsweise im Rohstoffbereich Energiepreise, Erdgas, Öl und so weiter explosionsartig nach oben gingen. Das waren ja Trends, die ja schon bevor der Ukraine-Krieg begann, im Gange waren. Und die waren darauf zurückzuführen, einfach, dass das Angebot schon länger mit der Nachfrage aus verschiedenen Gründen nicht mehr mithalten kann, weil zu wenig investiert wurde und so weiter. Und wenn Sie als Anleger auf solche Ungleichgewichte schauen, ne, wo Sie sagen, Sie haben beispielsweise Öl, der Ölmarkt ist, glaube ich, nur in drei der letzten 40 Jahre irgendwann mal in der Nachfrage zurückgegangen. In drei von 40 Jahren. Ne, Sie haben dort ein stetiges Wachstum auch in anderen Bereichen. Und wenn Sie merken, dass die Versorgungslage, das Angebot von seitens der Unternehmen halt nicht mehr gegeben ist, weil die nicht mehr investieren, weil sie beispielsweise politisch gegängelt werden, weil es eben nicht mehr en vogue ist, Öl zu fördern oder andere Rohstoffe,
keine Finanzierung bereitgestellt werden, dann haben sie halt dort wirklich sehr gute Möglichkeiten, eben auf deutlich kürzeren Zeitebenen, ne, auf Sicht von einigen Jahren, teilweise auch noch kürzer, wirklich erhebliche Gewinne zu machen, die solchen Megatrend-Geschichten in der Performance mindestens gleichkommen, nur eben, dass sie die in wesentlich kürzerer Zeit realisieren können. Das wird gut ergänzt, denn wenn wir jung sind, haben wir keine Geduld und wenn wir älter sind, haben wir keine Zeit mehr. Also es ist schon so ein, jetzt kommen wir zum Thema, das ganz wichtig ist. Also betrifft uns alle, macht Angst. Ich weiß noch, vor Jahren hat ein Freund mir mal versucht, das Internet zu erklären. Am Anfang habe ich es nicht verstanden. Und dann habe ich vor 2 Jahren jemanden kennengelernt, der programmiert künstliche Intelligenz. Und der hat mir das dann erklärt. Auf der einen Seite fand ich schon cool, wenn er dann Sachen sagt wie, hey, Gerichtsverfahren, alles wird vereinfacht. Aber die andere Nummer, die andere Hausnummer. Und vor ein paar Tagen hat er mich angeschrieben und hat mir eine Adresse gegeben und sagt, sag mal irgendeinen Text rein. Dann habe ich so aus Spaß gesagt, Maradona. Dann kam ein Text, mach mir 30 Seiten über Maradona. Dann kam ein Text, den hätte ich nicht besser schreiben können. Das war unfassbar. Also es ist unfassbar. Dann habe ich mir Spaß gemacht, erzähl mir was über mich. Die Kiste wusste fast mehr über mich als ich. Ich hatte 2, 3 Sachen, die mir auch vergessen. Und deswegen ist die Frage, wie ist es mit der künstlichen Intelligenz? Ist das nur ein kurzfristiger Hype? Oder kann man schon heute sagen, welche Unternehmen von einer möglichen KI-Rallye, wenn ich mir das da angesehen habe, wenn da erstmal alle aufspringen, muss das ein Hype werden, morgen am meisten profitieren? Ja, also ich denke mal, eins kann man sicher sagen, KI wird kein kurzfristiger Hype, sondern KI wird eben eine dieser großen Basistechnologien, die alles in unserem Leben verändern und damit natürlich auch ein echter Megatrend. KI-Forscher vergleichen die Einführung der künstlichen Intelligenz zum Beispiel mit der Einführung der Elektrizität vor 100 Jahren. Und wenn man sich überlegt, was die Elektrizität in unserer Welt verändert hat, ist das natürlich gigantisch. Oder der Nvidia-Gründer sagt, KI wird unsere Welt mehr verändern als Computer, Internet und Smartphone zusammen. Also die 3 wichtigsten Neuerungen unserer Zeit zusammengenommen haben noch nicht so viel Veränderung in unserer Welt gebracht, wie der Nvidia-Gründer erwartet, dass KI bringen wird. Und deswegen glaube ich, dass KI schon die große nächste disruptive Technologie ist, wie wir sie einfach seit 20 Jahren nicht mehr hatten. Und dass natürlich Anleger sich da auch gut positionieren können, um da die ganz großen nächsten Gewinne zu machen. Und ich glaube auch, dass nach diesem Bärenmarkt eine ganz große KI-Rallye losgeht. Denn jede Technologie, die so disruptiv ist wie die künstliche Intelligenz, sorgt natürlich auch dafür, dass die Wirtschaft insgesamt profitiert, dass die Wirtschaft insgesamt wieder schneller wachsen kann, weil Unternehmen wesentlich effizienter arbeiten. Wie du schon sagst, teilweise können dann Texte von Computern generiert werden. Die Produktion kann vielleicht besser geplant werden, als das ein Mensch jemals machen könnte. Also es wird der nächste große Effizienzsprung für Unternehmen und damit auch die nächste große Internet-Rallye meiner Meinung nach. Und die Frage, ob man heute schon sagen kann, welche Unternehmen profitieren, teilweise gibt es natürlich schon Unternehmen, in die man heute schon investieren kann. Aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, in der großen Internet-Rallye der 90er Jahre waren auch viele Akteure noch gar nicht am Markt, die dann das Internet überhaupt erst geprägt haben. Und so glaube ich, dass auch heute viele Unternehmen vielleicht noch nicht am Markt sind oder noch nicht im Blickfeld sind, die KI prägen werden. Aber natürlich kann man auch heute schon sich ein schönes KI-Portfolio zusammenstellen, wenn man das möchte. Es gibt die Unternehmen, die die Infrastruktur für künstliche Intelligenz bauen, die Chiphersteller, Nvidia, AMD. Wie finde ich die am besten? Wo ich so ein bisschen einen Anhaltspunkt habe, haben Sie einen Tipp vielleicht? Naja gut, man kann sich natürlich die Arbeit machen, dass sehr genau selbst zu analysieren oder man kann natürlich mir vertrauen und kann in meinem Börsendienst Lehnes Megatrends, in dem wir auch schon die ersten KI-Aktien gekauft haben, die auch schon im Gewinn sind, trotz der aktuell schwierigen Phase und natürlich schrittweise jetzt, das ist der Megatrend der nächsten Jahre und der wird in Lehnes Megatrends natürlich in den nächsten Jahren dann auch eine immer größere Rolle spielen. Und ich wollte aber nur ganz kurz noch fertigstellen, also eben die Unternehmen, die KI-Infrastruktur aufbauen, die KI profitieren, aber vor allem auch jedes einzelne Unternehmen, das vielleicht KI als erstes und besser einsetzt als seine Mitbewerber, wird einen Vorteil haben. Und das kann dann sogar eine McDonald's sein. Wenn McDonald's KI besser nutzt als seine Mitbewerber,
dann kann das Unternehmen sich natürlich einen sehr großen Vorsprung verschaffen. Und das kann in jeder Branche passieren. Und das ist als Megatrend-Analyst natürlich meine Aufgabe jetzt für meine Leser, diese drei Bereiche, in denen KI-Unternehmen teilweise jetzt schon investierbar sind und teilweise sich in der nächsten Zeit große rauskristallisiert werden, die eben ständig unter Beobachtung zu haben und dann meinen Lesern auch die richtigen Empfehlungen zu geben. Darf ich noch ganz kurz was einflechten? Weil McDonald's ist tatsächlich gerade in KI sehr dick unterwegs. Also das würde man ja nicht vermuten, aber die Bestellprozesse werden mit KI und Robotik optimiert und die versprechen sich sehr großes Gewinnpotenzial davon. Also man könnte sogar so kühn sein und sagen, McDonald's ist eine KI-Aktie. Ja, gut, Immobilienaktie alles. McDonald's ist ja sehr gut aufgestellt. Also mit dem Thema KI, man hat natürlich ein bisschen Angst davor. Also ich war in so einem Versuchsobjekt dabei, Sprache, Stimme abstellen. Es gibt ja die Bots, die einen ansprechen. Mittlerweile ist man fast nicht mehr in der Lage, es zu unterscheiden. Es gibt eine große deutsche Firma, die hat mich vor kurzem angerufen und ich bin sprachlich, ich habe da echt ein gutes Gehör dafür, meine ich zumindest. Ich konnte nicht mehr wissen, ist das ein Bot oder ist das eine echte Dame? Das war unverschämt, die hat auch meine Fragen geantwortet. Da gibt es so Standardfragen, die kann man stellen, da fallen die normalerweise darauf rein. Und nicht mal ein Bruchteil einer Sekunde der Wartezeit. Und da war ich dann so weit, ich habe dann angerufen, war das jetzt ein Bot? Ja, es war ein Bot, also ein Roboter, KI. Da dachte ich, unvorstellbar, wie das ist. Letztendlich, wenn das so weitergeht, muss keiner mehr lesen und schreiben. Das ist das, wo man schon ein bisschen Angst davor haben muss. Was interessant war bei dem Bericht, den ich mir über Maradona habe schreiben lassen, es war nicht ein Kommafehler dabei. Ich dachte, das Komma muss doch dahin. Da habe ich nachgesehen, musste sogar nachsehen. Die Maschine hat recht. Aber letztendlich ist ein Trend, auf den man setzen kann, bevor wir vom Thema abkommen. Auf jeden Fall. Okay, und was sind in der Regel die Faktoren, die einen Megatrend ausbremsen, außer die großen Zeitungen oder sogar in sich zusammenfallen lassen? Was könnte der Hauptgrund sein, dass wir dann in Zukunft vielleicht ein bisschen besser aufpassen? Also für mich wäre ein ganz wichtiger Grund, wenn sich eine neue, bessere Technologie ergibt. Zum Beispiel Pferdewagen fährt heute keiner mehr. Wurden abgelöst durch die Eisenbahn und die Eisenbahn wurde teilweise dann durchs Automobil ersetzt. Mhm. Also sowas, solche technologischen Sprünge machen Megatrend überflüssig. Dann gibt es natürlich auch die Sache, oder vielleicht noch ein moderneres Beispiel, ISDN wurde dieses Jahr eingestellt, braucht kein Mensch mehr, Internet kann das alles viel besser. Also das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Grund, warum so ein Megatrend ausläuft. Aber da hat er in der Regel schon mehrere Jahrzehnte hinter sich. Aber ist ja langsam ausgelaufen, ISDN. Ja, natürlich. Ja, aber er ist ausgelaufen. Ich würde das noch ergänzen, also, weil wir uns ja immer sehr konzentrieren auf den Technologiebereich. Ne? Im Rohstoffbereich kommt es ja viel häufiger und viel ausgeprägter zu Megatrends. Ich beziehe den Megatrend jetzt mal nicht auf die Dauer des Trends an sich, sondern auf das Ausmaß, den das häufig hat, ne? Wie beispielsweise bei den Gaspreisen letztes Jahr. Und diese Trends, wenn sie entstehen, die werden eben relativ einfach dann auslaufen, wenn dieses Ungleichgewicht, was ich erläutert habe, ne, wenn zwischen Nachfrage und Angebot einfach eine Lücke ist, ne, die geschlossen wird, wenn die dann geschlossen wird, dann laufen diese Trends aus. Okay, also es braucht nicht die Notbremse wie bei Nokia. Das war ja gegen die Wand fahren, als größter eben Mobilfunkhersteller. Ja, genau. Also ich wollte auch noch was ergänzen. Also wenn wir von echten Megatrends reden, das Zukunftsinstitut redet davon, dass ein Megatrend eine Halbwertszeit von 50 Jahren hat. Das heißt, bis ein echter Megatrend vorbei ist, sind wir wahrscheinlich alle tot. Aber natürlich ist es so, dass Megatrends irgendwann eine Sättigungsphase erreichen. Die ganzen Internetgiganten, die eben diese wahnsinnigen Gewinne von zigtausend Prozent in den letzten 20 Jahren gemacht haben und jetzt teilweise mit 1 Billion bewertet sind, die werden natürlich in der Geschwindigkeit nicht mehr weiter wachsen können in den nächsten Jahren. Die größten Gewinne als Anleger können wir natürlich immer dann machen, wenn ein Megatrend in einer jungen Phase ist. Und deswegen glaube ich, ist es gar nicht so wichtig, sich klarzumachen, welche Megatrends wirklich komplett auslaufen, sondern auch darauf zu schauen, welche vielleicht einfach schon gesättigt sind. Und dann werden ehemalige Wachstumsunternehmen dann irgendwann sogar zu Value-Aktien. Nur sie wachsen dann halt nicht mehr so schnell, bieten dafür aber mehr Sicherheit. Letztendlich muss man sich als Anleger dann auch klar machen, was einem da wichtiger ist und worauf man setzen möchte. Dann kommen wir zur Politik. Wie beeinflussen politische Entscheidungen von Regierungen, Technologieunternehmen, Förderung von momentan grünen Energien? Aber wie ist das bei der
Zukunft der Megatrends. So manche Förderung ging ja daneben, weil sie mit aller Gewalt gemacht wurde. Und dann gibt es Unternehmen, die sich aus dem Nichts heraus entwickeln, gefühlt, wie ich sage jetzt mal Google. Hat am Anfang gar keiner irgendwie. Es gab Yahoo, es gab alle, die nicht mehr da sind. Letztendlich gibt es ein paar kleine noch. Braucht der Megatrend immer politische Rückendeckung oder braucht er keine Rückendeckung? Ich weiß, das ist jetzt eine schwere Frage. Also, nein, es gibt natürlich Bereiche, gerade im Technologiebereich, in denen das nicht der Fall ist. Das entwickelt sich wirklich tatsächlich aus einer Start-up-Kultur. Aber trotzdem gibt es natürlich viele Megatrends, die entweder durch politischen Rückenwind entstehen, beispielsweise die erneuerbaren Energien, wenn die Regierungen halt beschließen, dass sie massive Förderungen über lange Zeiträume angelegt ins Leben rufen, dann haben sie dort halt, dann haben sie natürlich auch unternehmerische Aktivitäten in dem Sektor, ne, die dann tragfähig sind. Und auf der anderen Seite ist es allerdings auch so, dass gerade, kam ich auf das schon genannte Beispiel aus dem letzten Jahr, weil es sehr plakativ war, auch für den Endverbraucher, ne, auf der Stromrechnung und der Gasrechnung, Heizölrechnung. Es gibt natürlich auch eine Reihe von solchen Megatrends, die entstehen, weil mögliche politische Fehler entstehen. Ne, weil bestimmte Förderungen nicht gemacht wurden oder beispielsweise Investitionen in Infrastruktur, ne, sei es zum Beispiel Öl, Gas, Bahn, Straßen, Autobahnen und so weiter, ne, unterlassen wurden über längere Zeiträume, ne, und aus denen sich dann Knappheiten, Defizite, Probleme ergeben, ne, die eben dazu führen, dass es eben diese Preiseffekte gibt, die wir eben letztes Jahr gesehen haben. Ne. Das Öl, Gas ist sehr plakativ, aber es gibt es beispielsweise natürlich auch bei anderen Rohstoffen und auch bei anderen Themen. Also wie gesagt, es gibt zwei Seiten, politische Förderung, Rückendeckung und einfach auch, dass Sie als Anleger sehen, die Politik macht eine falsche Weichenstellung und da auch davon kann man profitieren. Ja, man sieht das ein bisschen ja in Norwegen, war immer so das Vorbild E-Auto und seitdem die Förderung dort eingestellt wurde, alles wieder Benzin und Diesel. Also natürlich nehme ich das gerne mit, also, aber ist für die Politiker teilweise auch natürlich sehr schwierig. Aber das ist ja bei uns ähnlich. Also nachdem die E-Auto-Förderung zurückgefahren wurde, haben wir jetzt 11% Absatzeinbruch bei E-Autos entgegen dem allgemeinen Branchentrend. Also ja, die Politik kann sowas anschieben, aber ich finde es grundsätzlich eigentlich verkehrt, weil wenn es wirklich ein echter Megatrend ist, braucht er das eigentlich nicht. Dann braucht er keinen politischen Einfluss. Der trägt sich selber, weil die neue Technologie einfach so gefragt ist, so überlegen ist, dass wir das eigentlich nicht brauchen. Wenn sich die Politik dann einmischt, dann eher in die falsche Richtung. Also die macht dann eher so eine künstlichen Trends, die eigentlich nicht langlebig genug sind. Welche Bedeutung hat welche Auswirkungen hat diese steigende Bedeutung von Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien auf die Zukunft von Megatrends? Also ich habe das Gefühl, mein persönliches Gefühl, dass die Politik sich momentan sehr massiv in manche Dinge einmischt, im Unternehmensbereich. Und ich bin immer der Meinung, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und dementsprechend jetzt mal eine wichtige Frage: Wohin geht hier der Zug? Mit diesen ständigen Berufen auf Nachhaltigkeit, ESG-Kriterien. Betrifft das nur unsere westliche Welt oder ist der Rest der Welt dafür auch zu haben? Ja, also ich stimme grundsätzlich da mit dem Henrik überein, dass die Politik sich möglichst nicht so viel einmischen sollte. Und ich persönlich sehe jetzt auch nicht den direkten Zusammenhang zwischen ESG-Kriterien und Megatrends. Es ist natürlich allgemein so, dass inzwischen Anleger mehr erwarten von Unternehmen, also mehr Nachhaltigkeit, mehr Ethik, ein besseres Wirtschaften. Und das ist auch gut so. Aber das ist jetzt auch unabhängig davon, ob es sich um ein Megatrend-Unternehmen handelt oder um eine Aktie aus einem völlig anderen Bereich. Also ich sehe da jetzt keinen direkten Zusammenhang. So, jetzt gehen wir mal zum bösen Buben in der Mitte. Wissen Sie, was der empfiehlt seit Jahren? Darf man das noch sagen? Kommt noch an, was jetzt kommt. Uran. Ja, oh ja. Sie berichten also immer den Lesern immer wieder tolle Chancen über den Uranmarkt. Berichten Sie, Mike. Sie haben bereits früh auf das Potenzial dieses Bereichs hingewiesen und ganz langsam trauen sich andere in den Markt einzusteigen, auch nachdem vielleicht ein Bill Gates sagte, Mini-Atomkraftwerke wären vielleicht eine Lösung. Und kann man bei der zivilen Nutzung der Atomenergie jetzt noch in unserer Lage hier in Deutschland überhaupt noch von einem Megatrend sprechen?
Ja, jetzt mehr als noch vor 2 Jahren. Kann man, ja, absolut. Also ich denke, das ist sogar mittlerweile ja in der deutschen Presse schon reflektiert worden oder wird das nicht mehr geleugnet, dass das ein Trend ist, der Ausbau der zivilen Kernkraft, Kohlenstoffenergiefrei, CO2-frei. CO2, jetzt habe ich den richtigen Begriff, genau. Und dieser Trend war schon vorher in weiten Teilen der Welt zugange, ist jetzt auf Europa, also auf ganz viele Länder, auch die teilweise noch nicht dabei waren oder die wieder ihre Kraftwerke verlängern, die Kraftwerke neu bauen. Das geht von Schweden über Großbritannien, Frankreich, Slowakei, Bulgarien und so weiter. Also es gibt eigentlich kaum noch ein entwickeltes Land, was auf diese Option verzichtet. Besonders in Asien ist das Wachstum sehr groß. Und auch in dem Sektor hat man halt eines dieser Ungleichgewichte, die ich vorhin auch für Öl und Gas nannte. Das ist schon länger so, weil die Preise sehr lange Zeit sehr niedrig waren im Uran, dass es dort ein Defizit gibt. Das ist jetzt schon im dritten Jahr. Sie haben ungefähr 30% mehr Nachfrage, die ja sehr stabil ist, weil Sie können ein Kernkraftwerk nicht plötzlich mit Kohle befeuern. 30% mehr Nachfrage als Angebot aus den Minen. Nur bisher wurde das ausgeglichen aus Lagerbeständen, die halt immer weiter schrumpfen. Und das ist einfach eine relativ, ich sag mal, absehbare Geschichte, was das für eine Preisauswirkung hat. Und wenn man halt sieht, man schaut ja immer auf Tagesschwankungen. Natürlich schwanken auch diese Titel enorm. Das muss man einfach wissen. Das haben die gemeinsam mit anderen Rohstoffaktien. Aber wenn wir einfach schauen, diese Dekade, da haben jetzt halt die Standardaktienmärkte seit Anfang 2020 ungefähr so je nach Index zwischen 10-25%. Der Nasdaq hat, glaube ich, sogar jetzt 35%. Aber auf heutigen Stand per Jahresende 2022 waren es nur 25% zugelegt, während eben zum Beispiel der Uranpreis selbst in diesen 3 Jahren rund 100% zugelegt hat und Uranaktien eben mehrere 100%. Natürlich, man muss leidensfähig sein bei Rohstoffinvestments. Kursschwankungen von 20-30% pro Monat sind halt leider Standard. Also man erkauft sich das auch manchmal mit Magengeschwür. Aber das sind wirklich, das sind halt tatsächlich Investmentchancen, die eben nicht erst auf 20 Jahresfrist funktionieren können. Und die halt im Rohstoffbereich haben sie halt wirklich tatsächlich spektakuläre Renditen, für die klassische Technologieunternehmen oft, ich sag mal, eine viel, viel längere Zeit brauchen. Gut, die Welt baut Atomkraftwerke. Ich habe die Tage erst wieder das Interview vom Chef von E.ON gelesen. Der sagte, ISA 1 wird eingestellt oder ISA 2. Das rentabelste Kraftwerk der Welt. Ohne Grund. Er versteht es nicht. Gut, die Hochtechnologie, die mittlerweile in China und überall in der Welt nachgebaut wird. Aber wie gesagt, wir sind ja bei dem Thema Politik, sollte sich nicht zu sehr einmischen. Kommen wir nochmal zu Henrik. Ab wann stufen Sie einen Trend als lange anhaltenden Megatrend ein? Weil Sie sind ja relativ spät auf dem Bitcoin-Investment-Punkt aufgestiegen ins Portfolio und haben sich dadurch natürlich auch viele Drawdowns erspart. Also Magengeschwür ist das eine bei Rohstoffen. Ich glaube, bei Bitcoin, Herzinfarkt und alles, wenn du da keine Nerven hast, die letzten Tage auch schon wieder. Also klug, lange abgewartet und auch aufgesprungen. Was war ausschlaggebend für diese Entscheidung? Na, das Schöne ist, man konnte nach ein paar Jahren so typische Kursmuster ausmachen bei diesem Trend. Also wann die Korrekturen einsetzen, warum die einsetzen, wie tief die gehen, wie weit es dann aufwärts geht. Das konnte man alles anhand von Zyklen festmachen. Und damit war dieser extrem volatile Trend kontrollierbar, einigermaßen kontrollierbar. Und damit war es interessant für mich. Und dazu brauche ich aber erstmal eine Kurshistorie. Also wenigstens 3-5 Jahre, damit man das einigermaßen einschätzen kann. Und dann lasse ich die ganzen Risiken, die ersten Anleger eingehen und möglicherweise Schiffbruch erleiden, die lasse ich hinten weg, die lasse ich hinten runterfallen, das interessiert mich nicht und dann steige ich ein, wenn ich diesen Trend einigermaßen einschätzen kann. Das war beim Bitcoin der Fall, wir sind übrigens gerade wieder eingestiegen in diesen Markt, also ich denke, es geht wieder los und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich denke, dass wir hier relativ risikoarm einschlägen können. Hoffentlich in dem Moment, wo Sie gerade 5.000 gefallen sind und genau in dem, man muss ja auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Genau. Und man muss es verstehen. Es ist nicht so einfach. Kommen wir mal zu Stefan nochmal. Sind Megatrends global zu sehen? Und zwar in dem Ansinnen, wenn ein Land wie Indien oder China natürlich immer wohlhabender wird, kann man auch
jetzt gerade Indien nehme ich mal, weil alle, ich habe so das Gefühl, Indien wird gerade sehr hofiert von allen Seiten, vom Megatrend Indien sprechen, oder wäre das regional zu kurz gegriffen? Ein Megatrend wie Internet hat sich ja schließlich auch über die ganze Welt ausgebreitet. Ist das Merkmal eines Megatrends immer weltweit? Ja, also das kommt jetzt natürlich darauf an, aus welcher Warte wir das sehen. Das Wort Megatrend kommt ja eigentlich aus der Zukunftsforschung. Eingeführt wurde es 1982 von John Naisbitt, der auch die Zukunftsforschung begründet hat und mit einem Megatrend eben die ganz großen gesellschaftlichen Entwicklungen bezeichnet hat. Und das wurde dann weitergeführt, beispielsweise in Deutschland vom Zukunftsinstitut, das eben vier Merkmale eines Megatrends nennt. Das ist einmal eben, dass es alles verändert, die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Politik. Zum Zweiten, dass es vielschichtig ist. Zum Dritten, das, was ich vorhin schon gesagt hatte, eben diese extrem langfristige Entwicklung mit einer Halbwertszeit von 50 Jahren. Und dann als Viertes eben tatsächlich das Thema Globalität, dass ein echter Megatrend wirklich global sein muss. Und dann sind eben nur solche Themen wie Internet oder heute vielleicht Klimaschutz und künstliche Intelligenz ein echter Megatrend. Aber jetzt sage ich, wir sind keine Zukunftsforscher, wir sind Anleger. Und was interessiert uns, was die Zukunftsforschung sagt? Natürlich gibt es auch kleinere Trends, die nicht global sind, aber trotzdem uns unglaublich große Anlagemöglichkeiten eröffnen. Thema Indien. Ich habe meinen Lesern beispielsweise schon vor einem Jahr ungefähr eine indische Aktie empfohlen. Indien wird dieses Jahr China als bevölkerungsreichstes Land ablösen. Indien hat eine sehr junge Bevölkerung, eine IT-affine Bevölkerung und will jetzt diesen Rückstand, den es zu westlichen Nationen hat oder auch zu China, natürlich aufholen oder zumindest verringern. Da werden irrsinnige Investitionen in die Infrastruktur beispielsweise gemacht. Und natürlich gibt es da auch passende Aktien, mit denen man einen Trend Indien spielen kann, ganz egal, ob das jetzt nach der eigentlichen Definition ein richtiger Megatrend ist oder nicht. Deswegen sage ich, aus der Zukunftsforschung, ja, muss ein Megatrend global sein, aber für uns als Anleger spielt das eigentlich jetzt nicht die große Rolle. Ja, Indien wird momentan massivst hofiert, ist natürlich auch momentan in der guten Lage, kann man sagen, kann sich aussuchen, Rohstofflieferant. Ja, natürlich. Man mag das jetzt moralisch bedenklich halten oder nicht, aber Indien profitiert natürlich jetzt auch davon, dass es billiges russisches Öl abnimmt. Und das bringt das Land natürlich voran, auch wenn wir das nicht so gern sehen, weil natürlich die Sanktionen des Westens dadurch unterlaufen werden. Ja, gut, das sind politische Entscheidungen. Jetzt kommen wir, machen wir eine kleine Spaßrunde so zum Schluss. Was waren die Megatrends, die sich letztendlich als Flops erwiesen haben? Was fällt uns da so ein? Fallen Ihnen bestimmt auch ein paar ein. Also ich fange an. Mein Vater kam stolz zu mir und sagte, Junge, ich habe Telekom gekauft. Und ich sagte immer Alter zu ihm, Alter, nein, hast du nicht. Doch, habe ich. Ein Jahr später sagte er, hätte ich nur auf dich gehört. Also war quasi Megatrend, Megaflop. Was hätten wir noch? Ja, also ich sage mal, ein echter Megatrend bringt natürlich auch Flops hervor, aber ein echter Megatrend floppt natürlich nie als Ganzes an der Börse, weil es eben, wie gesagt, diese ganz große wirtschaftliche Entwicklung ist. Sind dann eben eher so diese kleinen Trends. Du hattest ja 3D-Druck schon mal als Beispiel gebracht. Mhm. Vor 10 Jahren dachten viele Leute, dass jeder 1-2 Jahre später einen 3D-Drucker zu Hause hat, sich seine Sachen druckt, dass die Industrie alles nur noch druckt in der industriellen Fertigung. Also das sind so Erwartungen, die natürlich so nicht eingetroffen sind. Aber wie gesagt, das ist dann eben auch kein echter Megatrend, sondern eher ein kleinerer technologischer Trend, der sich dann einfach nicht durchsetzen konnte. Schon mal einen Flop gehabt? Dass man sagt, habe ich komplett aufs falsche Pferd gesetzt? Ja, ich glaube, bei echten Megatrends ist eher die Gefahr, nicht dabei zu sein oder eben zu früh dabei zu sein, wie beim Internetboom in den 90er Jahren, als eben die Unternehmen, die damals wirklich technologisch führend waren, dann einige Jahre später einfach verdrängt wurden von irgendwelchen disruptiven Unternehmen. Gehen wir mal zu Mike. Ein richtiger Flop, mal so ein Megatrend, was früher ein Riesen-Megatrend und jetzt eigentlich weg ist von der Bühne. Gut, wir haben ja schon einige von diesen Bereichen hier andiskutiert. Es ist ja immer die Frage, ich glaube, die bezeichnet sich ja, ob man selber schon so sich mal über so einen Flop geärgert hat oder so einen Flop produziert hat. Mir fällt, ja, also man ärgert, am schlimmsten ist es ja immer, wenn man einen Megatrend erkennt, aber davon nicht profitiert hat.
Und da fällt mir tatsächlich auch ein konkretes Beispiel ein, leider. Genau, aber ich weiß nicht, ich habe ja 3 Börsendienste und ich hatte mal vor Jahren, im Jahr 2015, Sie merken ja, ich habe immer so ein Faible für so spezielle auch, Themen, ein Investment auf Rhodium empfohlen. Also genau, werden die wenigsten was mit anfangen können. Aus einem ähnlichen Grund, den ich hier gerade geschildert habe, ne, so ein Angebots-Nachfrage-Defizit-Thema, und war davon ausgegangen, dass ich das irgendwie verzehnfachen kann. Ja. Habe das meinen Lesern auch ein Investment empfohlen. Hat das mal ein halbes, dreiviertel Jahr nicht gezündet. Und da muss man wissen, das ist ja ein super kleiner Markt. Es gab damals eine einzige Möglichkeit, in dem Bereich zu investieren. Das war ein Indexfonds. Also es war nichts Gehebeltes. Ich mache sonst immer Optionentrader, bei mir immer gehebelte Investments natürlich. Es war ein einfacher ETF. Und der wurde dann irgendwann im ersten Halbjahr 2016, kam die Mitteilung der Fondsgesellschaft von der Deutschen Bank, glaube ich, war das Teil, wird der Handel eingestellt an deutschen Börsen. Ebenfalls hat damals keinen interessiert. Ne? Die meisten Megatrends, wenn Sie die im Frühstadium kaufen, interessieren ja noch keinen, ne? Weil es noch nicht in der Zeitung steht und so weiter. Und da war ich quasi gezwungen, mit meinen Lesern das Ding da zu verkaufen, irgendwie schwarze Null. Genau, und, also, und 4 Jahre später, 4 Jahre später hat es sich dann verdreißigfacht. Ja, ne? Also genau. Wäre ein Verdreißigfacher in 5 Jahren gewesen, den ich leider eben nicht mitgenommen habe. Okay. Und genau, und das ist natürlich schon, das ja. Bleibt im Gedächtnis haften. Ja, aber die Fakten stimmten ja 100-mal seltener als Gold. Genau. Also es war, aber ich bin in dem Bereich relativ zuversichtlich, dass man immer wieder mal solche Gelegenheiten findet. Und man muss die hier natürlich reiten, ne, mit den ganzen, man kennt ja die Charts, die gehen dann wirklich irgendwann in eine logarithmische Funktion über, ne? Und das muss man natürlich auch nervlich aushalten. Und wieder eingestiegen bei Rhodium, oder? Ja, es gibt einfach da keine investmentfähigen Geschichten, und jetzt habe ich einfach keine starke Meinung auf das. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Lage besser ist, aber in dem Bereich ist es einfach schwer investierbar gewesen, auch jetzt noch. Henrik, schon mal falsch gelegen oder irgendein? Ja, Gegner schon. Ja. Also vor ein paar Jahren hatten wir die Cannabis-Legalisierung in Kanada, und da haben sich die Hoffnungen leider nicht erfüllt, weil die kanadische Regierung den Markt dermaßen überreguliert hat, dass aus diesen Investmentträumen letzten Endes nicht viel geworden ist. Also der Markt ist nicht wirklich in Gang gekommen. Mhm. Da muss man wieder aussteigen. Aber das waren nur ein paar kleine spekulative Positionen und eine Erfahrung mehr. Na gut, aus Fehlern lernt man, heiße Herdplatte gelernt. Aber es gibt ja noch andere. Nehmen wir mal das Beispiel, haben sich zwar wieder einigermaßen erholt in anderen Bereichen, Nokia. Ich meine, Nokia war die Firma, also da, quasi das, was heute Apple und Samsung zusammen ist. Wenn du kein neues Nokia hattest, dann warst du out. Und dann haben die das Ding gefühlt in einem Tag an die Wand gefahren. Durch eine falsche Smartphone, keiner braucht Smartphone. Und ich weiß gar nicht, weiß jemand, wie Nokia gerade steht? Ist noch einer drin in Nokia? Ich glaube, irgendwas um die 4-5 Euro. Okay. Genau. Ich war am Hoch bei 60, glaube ich, in den um die 2000er Jahre rum. Aber genau, das war bei Nokia jetzt keine Übernachtentwicklung. Ne? Das war ja ein Trend. Ne? Das war ein langer Trend. Ich bekomme da hinten Zeichen. Ah, gut. Okay. Dieser hübsche junge Mann mit der stylischen Thomas Gottschalk Andachtsfrisur geht jetzt durch die Reihen und stellt Ihnen Fragen. Willst du mein Mikrofon? Welches möchtest du gerne haben? Das ist gut. Okay. Ich habe das so wenig gehabt. Ich gebe dann auch direkt das Mikro weiter. Wenn Sie Fragen haben, legen Sie los. Dankeschön. Es gab jetzt 2 große Krisen, beziehungsweise es gibt sie noch, also Corona und den Ukraine-Krieg. Bei Corona hat man schon gesagt, was sich da für Entwicklungen wahrscheinlich dann ergeben werden daraus. Aber beim Ukraine-Krieg würde ich jetzt nur eine Aufrüstung möglicherweise sehen. Aber was für möglicherweise Megatrends sehen Sie noch, die sich aus dem Ukraine-Krieg ergeben? Ob es jetzt eine Eskalation gibt oder es möglichst bald morgen Friedensschluss gibt oder so etwas? Ich gebe mal. Na gut, fange ich an. Das Problem ist ja, dass der Krieg
auf der Rohstoffseite Knappheiten verursacht hat, vor allen Dingen auch auf der Energieseite. Und die Lösung scheint zu sein, neue Kernkraftwerke zu bauen, weil man sich davon gerade auch von russischem Öl und Gas tatsächlich unabhängig machen kann. Also das ist definitiv ein Megatrend, den gab es vorher schon, aber der wurde noch beschleunigt dadurch. Das wäre für mich so der nächste greifbare Megatrend. Also grundsätzlich muss man sagen, so das Thema Corona, das war eigentlich börsentechnisch eigentlich schon im Laufe 2021 abgehandelt. Also man muss immer sehen, ne? Natürlich, wenn es eine ganz entscheidende Situation gibt, die neu ist, mit der keiner rechnet, beispielsweise ein Atomkrieg, ne? Dann werden die Karten neu gemischt. Das würde dann sicherlich vieles verändern, also sehr, sehr viel verändern. Wenn wir aber sagen, diese Option ist nicht, dann ist der Ukraine-Krieg, so bedauerlich er auch sein mag, einfach für die Börsenentwicklung, ne, als Krisenherd eigentlich zunehmend irrelevant. Er hat einige Auswirkungen, ne, natürlich beispielsweise, Sie wissen, in der Ukraine, da wird im Prinzip die Russen verschießen in einem Monat mehr als in einem Jahr an Munition in der EU produziert wird. Ne? Und wir haben jetzt wir haben keine Unterwäsche für die Soldaten, wir haben Munitionsvorräte für 2 Tage noch im Schnitt. Da haben wir natürlich einen Nachfrageeffekt bei entsprechenden Herstellern von Waffensystemen und Munitionsherstellern und so weiter. Die werden sicherlich über Jahre davon profitieren, ne, von dieser Wiederaufrüstung der europäischen Armeen, aber auch wegen des Bedarfs, der vielleicht auch weiterhin in der Ukraine bestehen wird. Aber diese Zukunftsaussichten sind natürlich auch schon, sagen wir mal, in einem beachtlichen Maße auch in den Kursen schon mit drin. An sich würde ich sagen, diese beiden Themen sind börsentechnisch relativ irrelevant geworden. Ja, also wenn auch die Fortschritte, oder also natürlich wird es vielleicht nochmal, wenn es tatsächlich mal in Richtung eines Waffenstillstands oder sogar Friedensverhandlung gehen würde, wird es sicherlich nochmal irgendwie eine gewisse kurzfristige positive Börsenreaktion kommen. Aber die wird, glaube ich, relativ gedämpft ausfallen. Ich glaube, es könnte vielleicht erst wieder einen größeren Impact haben, wenn beispielsweise die Europäer sagen, wir treten wieder den Handel mit Russland ein. Nur das ist, solange da Putin ist, glaube ich, wird das politisch kaum möglich sein. Jemand noch eine Frage? Na, schäumen Sie sich nicht? Bitte? Dann nehmen wir die Chatfragen, ja. Lies mal vor, bitte. Jawohl. Also wir haben ja auch Zuschauer, die im Chat noch Fragen gestellt haben, die hier live dazugeschaltet waren. Die begrüßen wir natürlich auch ganz herzlich. Wir haben hier die Frage, ein Leser sagt, man sollte sich insbesondere auf jene Werte konzentrieren, die in der aktuellen Schwächephase relative Stärke zeigen. Also ein relatives Stärkeindex als Beispiel dafür, dass das die Lokomotiven der künftigen Bullenmarktrallye sein werden. Ist dieser relative Stärkeindex da geeignet? Jein. Also grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn ein Wert relative Stärke zeigt, aber relative Stärke ist ja ein Muster, was jetzt auch bei vielen Aktien nicht stabil ist. Letztendlich kann man sagen, es gibt ja, man kann so einen Konjunkturzyklus, wir haben jetzt eigentlich in 4 Segmente aufteilen, ne? Je nachdem, wo man sich befindet, gibt es halt Branchen, ne, die deutlich besser laufen als der Markt, ne, also als der DAX oder der S&P 500. Aber dieses Thema der relativen Stärke ist eben sehr abhängig davon, in welchem Konjunkturzyklus man ist. Also wenn wir beispielsweise jetzt in eine Rezession gehen werden sollten, zumindest in den USA, und uns dann wieder erholen, werden beispielsweise Technologieaktien gefragt, aber auf dem Weg dahin sind beispielsweise Pharmaaktien, ne, eine bessere Wahl, die allerdings zum Beispiel in einem Konjunkturzyklus, in einer frühen Erholung meistens eben hinter dem Markt hinterherhinken. Also relative Stärke ist kein statisches Produkt, was eben dauerhaft immer so vorhanden ist. Es gibt Ausnahmen, eben solche wirklich Megatrend-Aktien, McDonald's Markt dazu gehören. Aber ansonsten ist es so, dass tatsächlich viele Branchen einfach in Abhängigkeit des Konjunkturzyklus relative Stärke zeigen und dann aber auch wieder in eine relative Schwächephase übergehen. Ja, ich denke, man kann da auch ein bisschen jetzt gerade in dieser Phase, wo die künstliche Intelligenz so hochkommt, Sie sehen schon, das ist eines meiner Lieblingsthemen, kann man natürlich schon sein Augenmerk darauf richten, ob es Aktien hat, die jetzt in dieser frühen Phase dieses Megatrends eben entgegen dem Markt relative Stärke zeigen. Und dann ist das natürlich eine schöne Gelegenheit, in einen noch relativ jungen Megatrend sehr früh zu investieren. Aber in einem Punkt gebe ich den Mike recht, wenn wir jetzt in eine Rezession rutschen, dann wird es auch wahrscheinlich,
wenige Aktien geben, die sich dem komplett widersetzen können. Und deswegen glaube ich, dass man jetzt erste Investments in KI zwar aufbauen kann, aber der große KI-Investmentzyklus, der wird wohl erst kommen, wenn dieser Bärenmarkt vorbei ist. Und solange bringt dann auch die relative Stärke natürlich noch keinen so extrem großen Vorteil. So. Dann haben wir noch eine Frage an Hendrik Vogt. Da hat jemand offenbar einen Aha-Moment gehabt und dachte, Megatrends müssen immer Technologiewerte sein. McDonald's ist ein bisschen hängen geblieben bei diesem Leser. Also er sagt, das sei ja eine interessante Sichtweise. Es gibt also auch konservative Megatrends offenbar. Das Hauptkriterium ist da was? Die Stetigkeit, Dividenden, also was seit 20 Jahren steigt, ist ein Megatrend? Fragezeichen? Naja, meint er jetzt die Aktie oder die Umsätze? Oder das weiß ich nicht so. Also am Ende kann man es am Aktienkurs festmachen. Es gibt Unternehmen, die sind teilweise schon 100 Jahre an der Börse und die haben seit 100 Jahren einen Aufwärtstrend. Natürlich mit Unterbrechung, mit Pausen, aber da gibt es mehr, als man denkt. Und das ist für mich ein Megatrend. Und wie war die Frage eigentlich? Ob die Stetigkeit dabei, also die Stetigkeit des Wachstums. Ja, natürlich, ja. Und das schlägt sich ja letzten Endes auch im Kursverlauf nieder, diese Stetigkeit. Also wenn man kann sich ja wirklich mal eine McDonald's seit 1965 im Chart angucken. Gibt ja Internetseiten, haben wir schöne Langfristcharts, dann gucken Sie sich mal, die Schwankungen sind relativ gering, erstaunlich gering. Und die bringt stetig ihre Erträge und nicht wenig Erträge. Also ist jetzt keine Aktie, mit der Sie nur 5% im Jahr machen. Okay. Dann haben wir noch eine Frage zu einem Einzelwert Nvidia als Zulieferer der KI-Rallye. Also da ist, glaube ich, so das Thema Schaufelverkäufer investieren, weil man nicht genau weiß, welche KI-Unternehmen sich durchsetzen. Sollte man dann eher in diese Zulieferer investieren, wie Nvidia zum Beispiel? Ja, das hatte ich ja vorhin schon als Beispiel genannt. Es gibt ja natürlich viele Schaufelverkäufer für die künstliche Intelligenz. Das können auch die Hersteller von Speicherplatz sein, weil wir ja unglaubliche Datenmengen brauchen. Micron oder Pure Storage kommen da in Frage. Oder MongoDB, das auch jetzt extrem hoch bewertet ist, aber zum Beispiel die Datenbankstruktur baut, die dann für KI benötigt wird. Aber es stimmt schon, Nvidia ist da natürlich eine Aktie, die sehr interessant ist, weil sie sehr gut aufgestellt ist. Sie ist natürlich in den vergangenen Jahren auch schon wahnsinnig gewachsen, aber hat immer noch ein sehr hohes Zukunftspotenzial. Also ich erwarte jetzt von Nvidia keine 10.000% in den nächsten 5 oder 10 Jahren. Dazu ist sie zu groß. Aber wenn man eine einigermaßen stabile Aktie haben möchte, die wirklich von KI profitiert, dann ist Nvidia ganz sicher keine schlechte Wahl. Die Frage ist eben, ob man jetzt schon einsteigen will oder ob man einfach abwartet, falls die Wirtschaft noch in eine Rezession rutscht, ob man dann nicht nochmal sehr viel günstiger in Nvidia reinkommt. Und wie schnell sich eine Nvidia erholen kann, hat sie ja auch schon gezeigt. Die hat ja jetzt schon in wenigen Monaten 100% zugelegt, nach dem Tief, das sie im letzten Herbst gebildet hat. Da noch eine Frage nach indischen Aktien. Kann man die auch hier in Deutschland handeln oder wo sollte man die am besten kaufen? Ja, also man kann nicht alle indischen Aktien in Deutschland handeln. Und nachdem ich davon ausgehe, dass die wenigsten Anleger hier einen Broker haben, der Zugang zur indischen Börse ermöglicht, würde ich einfach empfehlen, sich auf die zu konzentrieren, die in Deutschland handelbar sind. Das ist nur eine Handvoll Aktien, aber es sind da eben auch unheimlich interessante Titel dabei, die jetzt von den Entwicklungen, die in Indien stattfinden, auch wahnsinnig profitieren können. Ich kann das noch ergänzen. Also in Deutschland ist tatsächlich das Problem bei vielen indischen Aktien, dass die Liquidität wirklich, also extrem niedrig ist. Also selbst bei den größeren indischen Aktien, was hier in Deutschland umgeht, da haben sie teilweise Geldbriefspannen, also die von 3, 4, 5, 6%. Besser ist es, gibt deutlich mehr indische Aktien, die an den US-Börsen notiert sind, teilweise auch als ADR. Und es gibt auch, ich hatte es selbst, weil ich selbst mal auch in meinen Börsenbriefen empfohlen habe, es gibt auch Indexfonds, die den indischen Markt abdecken, und das könnte auch für viele Anleger eigentlich eine ganz gute Alternative sein. Das war's. Jawohl. Dann brauche ich nochmal das Mikro. Ja, man soll mit den Großen auch nicht so kritisch sein. Ich sehe das immer so, wenn man so, ich mache jetzt mal, sind hier in Stuttgart, ich hoffe, es sind VfB oder Kickers-Fan, wo immer her. Wenn man sich so anschaut, Bauer in München, wenn die mal unentschieden spielen, zweimal sind sie schon abgestiegen. Sind wir wieder beim Thema McDonald's. Oh, den geht schlecht. Und wenn sie einen gewinnen, dann erwartet man einfach immer, dass die immer gewinnen. Aber wir wollen natürlich, dass die Kickers wieder
nach oben kommen in die erste Liga. Das ist dann ein Megatrend. In dem Sinne möchte ich das heute beenden, weil keiner meine Frage hat. Nichts mehr? Hinten jemand aufgestanden? Nein, das war der Kameramann. Ich hoffe, wir konnten Ihnen den Begriff Megatrend ein bisschen aufdröseln, und weil oftmals wird es ja auch als typischer Marketingname abgetan. Ich muss immer gestehen, immer wenn ich Megatrend höre, denke ich an Megalodon, an den großen Hai. Immer bei Mega, ich weiß nicht warum, ist mir so als Kind hängen geblieben, weil ich mal gesehen habe, wie groß dieser Haifisch ist. Aber Mega wurde ja geschaffen eigentlich im Science-Fiction-Bereich. Wer war das nochmal? Weil Megatrend, wer hat das nochmal geschaffen? Sagten vorher, dass das aus dem Sein... John Nesbitt. Ah, John Nesbitt war das. John Nesbitt-Teaser. Das war eben der Begründer der Zukunftsforschung, der dann 1982 ein Buch geschrieben hat mit dem Namen Megatrends und dort eben erstmals überhaupt darauf aufmerksam gemacht hat, dass es diese großen langfristigen gesellschaftlichen Entwicklungen überhaupt gibt. Das muss man ja auch erstmal entdecken und sich klar machen. Und wie gesagt, 1982 war das dann das erste Mal im Blickfeld der Öffentlichkeit. Oh, die 80er wieder. Unserem Format Money Movement können Sie übrigens regelmäßig im Internet verfolgen. Wir haben im zweiwöchigen Rhythmus, jetzt dann ab Mittwochs, jedes Mal ein spannendes Thema für Sie mit interessanten Gästen. Dann teilweise, Sie können sich einklicken, um es per Smartphone, was sehr gut geht, per Tablet oder per Computer. Mittlerweile können Sie ja fast alle Fernseher, die meisten sind mit Internet verbunden. Und wenn Sie Lust und Laune haben, schalten Sie zu, sagen Sie Freunden und Bekannten Bescheid. Ist eine gute Show. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Geld in Bewegung bleibt, also Money Movement. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Danke, dass Sie da waren. An alle zu Hause. Wir sehen uns. Tschüss. Dankeschön.